eigenste Form von der Trauermusik war sicher in der Kirche, weil man einfach Messgestaltungen gemacht hat und natürlich infolgedessen auch noch an Trauerfälle begleitet hat. Ja, es nehmen ziemlich viel Leid frei. Natürlich wird es allem schwieriger von Arbeitgeber her, aber die Leute sind bereit und die opfern einen Teil ihres Urlaubes und das nimmt man her für die Begräbnisse. Wir haben, ja, wenn es wenig sind, vielleicht sind es 5, 6 Begräbnisse im Jahr und wenn es viel sind, können es bis zu 15 Jahre werden. Ich spiele jetzt ein Heuer, praktisch 40. Jahr, also Heuer habe ich Ernährung bekommen. Aber an den ersten Namen erinnere ich mich. Das ist so lange her. Das erinnere ich mich nicht mehr. Wir, die Musikanten und Musikantinnen, spielen das gerne. Das ist einfach schön zum Spielen und man muss sich da irgendwie einleben und nachher geht es einfach wunderschön. Also für mich ist das immer wieder sehr emotional, wenn ich ein Traumhaus Spiel höre. Also zum Beispiel beim Grab, wenn man den Verstorbenen noch runterlässt ins Grab, ist das für mich wirklich emotional und auch ein sehr ergreifender Moment. Echt. Ich bin immer bei jeder Begräbnis emotional mitgenommen und das die Musik. Und da erinnert man sich an die Verstorbenen und da lebe ich bei Miete. Und da haben öfter mal Falltorme übertreibt man das Netz in, was der vielleicht gesagt hat oder was der getan hat, was der vom Beruf war. Öfter mal kommt einmal mit der Musik verglichen, sogar eine Parallele vier. Als arme vier Kinder, ja, das ist fast so gewesen, wie der einmal war. Und die Musik selber, die geht auf und nachher geht es wieder ab und geht es gleich wie im Leben selber, einmal auf, einmal ab. Ja, das ist ja so entstanden. Wir haben da ein seltenes Glück gehört. Der Josef Steidl, der war auch viel gerade da. Josef Steidl Senior hat es gegeben und dann Josef Steidl Junior. Und die haben sich mit der Trauermusik beschäftigt. Die haben das aufgeschrieben, haben es notiert. Und also aus dem Fundus haben wir 5 Stücklein eigentlich, oder 4 Stücklein haben wir da zusammengestellt. Da haben wir 2 Grablieder. Und ein Ruhe sanft Trio, das, was wir erst eigentlich vor 2 Jahren ausgerobt haben, das haben wir eben gefunden in einem alten Schrank und das haben wir nachher aufbereitet für die heutige Besetzung. Der Josef Steidl Senior und Junior, die beide miteinander, sind durchgehend fast 80 Jahre Kapellmeister gewesen bei unserer Kapelle, bei unserer Musikkapelle. Und die haben nachher unzählige Musikanten aus- und weitergebildet. Das ist so gewachsen und das ist bei uns einfach eben so gewesen. Und das ist uns einfach ein Anliegen, damit man das aufrechterhaltet. Und ja, deswegen haben wir auch die CD gemacht, weil ins Vier gekommen ist. Auf dem Markt gibt es nicht ganz viele CDs. Es war ein Erlebnis für mich, weil
natürlich habe ich noch nie so eine Produktion miterlebt. Und nachher war das echt sehr cool, weil da waren wir so eingeschlossen. Und das war halt sehr professionell alles und echt hat mir getaugt. Ja. Im Studio direkt sind wir nicht gewesen. Wir waren im Probezimmer und das Studio ist eigentlich jetzt ins gekommen. Und da war es einfach das gewöhnte Umfeld. Und also die Aufnahme hat perfekt geklappt und ist auch super gegangen da. Ja, eben, das ist einfach bei uns gelebtes Brauchtum. Das ist ein kulturelles Gut. Das ist wirklich bei uns, das ist nicht für die Gäste oder für wen auch immer. Das tun wir so, also, wir leben das. Das ist nicht für die Show einfach, das ist wirklich bei uns so. Also.